Herzlich willkommen bei mir, The Rocks, wieder mit Let's Play Skyrim. Ja, beim letzten Mal haben wir erst am Ende der Folge überhaupt was erreicht und wie gesagt, ich wollte hier drauf zugehen, denn die Gegend hier sagt mir jetzt auch nichts und da Gegner auftauchen, war ich hier auch noch nicht. Und ja, ich sehe ihn jetzt noch nicht. Versuchen gerade auf mich aufmerksam zu machen. Wer ist da? Ein Zornmann. Und tot ist der Zornmann. Oh, und ein schöner Schuss. Sogar durch den Sichtschlitz des Helmes. Kann man jetzt leider nicht begutachten, da ja nicht viel von ihm übrig bleibt. So, aber wie ich hier... Ich wollte gerade sagen, hier müssten noch mehr rum. Wer ist da? Tummeln. Oh, es sind sogar noch viel mehr. Und zwar drei Nebelmänner. Und wir versuchen es mal mit Funken. Hat funktioniert und jetzt nehmen wir mal Leis. Ist jetzt nicht so effektiv. Wechseln wir. Wir haben eine Axt im Kopf stecken. So. Zu den zwei Dämmerwacht-Äxten. Sehen auch gar nicht mal so unstylig aus. Im Gegenteil. So, wo ist denn der dritte Kollege? Eins, zwei. Und der dritte ist jetzt drei. Nur wo ist die Frage? Gut, dann schauen wir erstmal kurz hier vorbei, wenn wir schon von hier angegriffen werden und wieder ein Knochenmann. Mit einem Langbogen. Nee, Zornmann, geh weg. Terraner. Hilfe! Serana macht dich nützlich und krieg Schläge im Gesicht. So. Wäre auch zu einfach gewesen. Alles klar. Äxte wegstatten. Alles holen, was sie haben. Und scheinbar sind wir an der Quelle eines Blitzsturms verursachenden, wie auch immer. Und hier ist auch ein Teleporter. Nur wohin? Ah, wieder zu weiteren Gegnern. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich will auf jeden Fall nicht runterfallen. Hat sich mein Gegner befindet. Oh! Holla die Waldfee! Okay, Knochenmann! Eile zu Hilfe! Knochenmann beschwören, hallo! Ah, jetzt aber. Wir kämpfen gegen einen Wächter, einen Torwächter mit Bogen. Das kommt mir ehrlich gesagt mir nicht zugute. Da muss ich nicht so von weglaufen. Ich muss halt nur aufpassen, dass er nicht plötzlich auf mich schießen will. Ja, großen Bogen. Interessant, wie er schießen kann. Er zielt in die Ferne und schießt nach unten. Oh, der macht es nicht mehr lang. Ein Schuss noch. Im Moment habe ich Kante für einen Fall gehalten.
So, er ist hier gestorben und ich dachte schon, hier wäre nichts mehr. Schade, den Bogen hätte ich auch gerne gehabt. Und ein weiterer Teleporter. Halleluja. Ich hoffe nicht noch höher. Ne, im Gegenteil. Wir sind wieder unten angekommen. Dann gehen wir nochmal hoch, schauen, ob wir da nicht irgendwas vergessen haben. Denn es muss ja einen Grund haben, dass man da oben auf so einen Wächter trifft. Hier ist nichts. Hier oben war der Wächter. Nee. Hier gibt es in meinen Augen nichts mehr. Huh! Ich wollte eigentlich drüber springen. Cool. Dann sind wir halt wieder unten angekommen und gehen wieder zu dem Steinchen da hinten. In der Hoffnung, die letzte Seite zu finden. Und dann müssten wir nur noch Job, Joy, Jib, Job, Jibbity Job wiederfinden. Finde mein Sohn nicht lustig. Da hätten wir schon den Seelenstein. Der jetzt anfängt an meiner Seele rumzuknabbern. Und es ist ein Buch. Welches ich jetzt gerade zum dritten Mal, glaube ich, mitnehme. Ein Schnittersteinfragment. Ein kaiserlicher Bogen der Funken und wir tragen zu viel. Ja gut, dann müssen wir wohl mal was loswerden. Und zwar zwei dieser Bücher. Wäre schon mal ein Anfang. Haben wir denn einen Zaubertrank zufällig? Nee. Und für einen Moment dachte ich, dieser Seelenstein hier tötet uns. Wir heilen uns mal entgegen. Das ist schön, wir können nicht rennen, aber wir können mit der Last immer noch springen. Hüpf, 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 hüpf. Und der Seelenstein kann uns jetzt scheinbar nichts mehr. Nur noch das Bild kaputt machen. Aua! Ja, Augenkrebs. Nee, hier in der Truhe ist nichts mehr. Der Seelenstein. Ach, der Seelenstein geht auf Serana los. Man sollte meinen, dass sich ein Vampir hier wie zu Hause fühlt, aber. Nee, er geht auf uns beide los. Aua. Ja, ich will auch gerade schleunigst hier wieder runter. Schade. Schade. Ich habe wirklich die letzte Seite erwartet. Und während ich das Inventar leere, gibt es einen kurzen Schnitt. So, da sind wir auch wieder. Ich habe nur ein paar Zutaten gegessen, das Gift weggeschmissen und festgestellt, ich habe einen Nord-2-Hämmer mitgeschleppt, den ich gar nicht benutze oder niemals benutzen werde. Und jetzt wollte ich mich doch noch mal hier entlang bewegen. In der Hoffnung, noch die letzte Seite zu finden. Denn hier in der Umgebung scheine ich noch nicht gewesen zu sein. Zumindest nicht großartig. Und tatsächlich, wir haben die letzte Seite gefunden. Kehre zu Jiob zurück. Und wir können jetzt auch noch Nebelmann beschwören und werden natürlich direkt genau von diesen angegriffen. Wir beschwören uns einen Knochenmann und hauen mit dem Hammer zu. Woher seid ihr gekommen? Der Nebelmann. Nebelmann Nummer 1. Wäre cool, wenn wir uns jetzt noch einen Vorwächter beschwören könnten. Du saugst mir nicht das Leben aus. Skale, orkische Streitaxt. Das ist ja, also, jetzt wollen sie mich ärgern. Die sehe ich zum ersten Mal, muss ich mitnehmen und jetzt muss ich irgendwas loswerden. So Drachenpriester Deutsch brauchen wir nicht.
Den Bogen, um Gottes Willen, bloß nicht. Ich weiß nicht, welche Verzauberung wir schon haben und welche nicht. Was haben wir denn? Eine Bindung der Seelen. Den können wir weg. Dumm. Ja, Zaubertränke. Könntest einfach mal einen nehmen. So, die schmeißen wir jetzt alle weg. Davon schmeißen wir auch noch zwei weg. Dann machen wir drei. Sicher ist sicher. Und jetzt können wir uns wieder bewegen. So, jetzt haben die den letzten Nebelmann besiegt und ich weiß nicht wo. Ho, ho, ho. Ja, gut. Ja, jetzt bräuchten wir nur noch den Kopf des Pferdes. Orks sind hier unten scheinbar auch noch willkommen. Was haben wir denn hier noch Feines? Wo geht's denn hier hin? Ja, hier wurde gerade einer erschossen. Da hat man auch schon wieder so einen Zornmann. Wir tragen wieder zu viel. Ah, unten mal ein Teleporter. Können wir hier nicht durchfallen? Stäbe sind aber auch nicht hundertprozentig gleich gemacht. Vielleicht auch extra. Gut, dann müssen wir wohl wieder runterlaufen. Wobei laufen ist das falsche Stichwort, schleichen. Ah, das ist wirklich ärgerlich manchmal. Was haben wir denn aufgenommen? Knochenmehl, so. Jetzt sagt mir nicht, ich bin gestorben dadurch. Nein, der Teleporter war nur, um oben anzukommen. Yay! Nochmal runter. Umsonst. Es war völlig umsonst. Okay. Gut, dann wollen wir ihm mal das Buch zurückgeben. Und ja, er ist netterweise diesmal markiert. Und dann laufen wir mal zu ihm, schauen uns das hier aber noch an. Finde Arvaks Schädel! Yay! Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir den Schädel. Und das Buch. Schauen wir mal diese Nebelmänner hier. Gut. Ja, jetzt sammle ich wieder den ganzen Scheiß hier ein und Achtung, gleich ist es wieder soweit. Jetzt essen wir direkt und einer wurde hier erschossen. Oh nein, wir können noch rennen. Außer wir nehmen den Schädel. Ja, links oder rechts. Wir haben den Schädel. Wir bringen ihn auch zurück. Arvak! Ihr habt ihn gerettet. Seine Seele ist frei. Ich kann es fühlen. So ein treues Tier. Lasst mich euch beibringen, wie man es herbeiruft. Er wird euch helfen, diesen verdammten Ort zu bereisen. Aber ich bin mir sicher, dass er an einem sonnigeren Ort viel glücklicher wäre. Lebt wohl. Und passt gut auf Arvak für mich auf. So ein edles Ross. Ja, kommt da noch was? Nein? Arvak. Wir können jetzt Arvak beschwören. Und ganz plötzlich tragen wir zu viel. Was soll denn der Mist? Jetzt sag nicht, weil ich noch den Schädel habe.
Doch. Aber das ist ein Sammelstück. Das können wir nicht einfach so hier liegen lassen. Jetzt müssen wir wieder 4 Gewicht loswerden. Dafür nehmen wir auf jeden Fall die Ausdauertränke, weil die benutze ich sehr selten. Und ein Magika. So sieht das dann aus. Das ist auch nett. Und jetzt kann man... Wusch. Und dann fliegen sie weg. Wir können jetzt Avak beschwören. Dann wollen wir diesmal... Aktive, nein, Kräfte, nein, Schreie, nein. Beschwörung, oder? Ja, Avak beschwören. Das ist also Avak. Wir dürfen ihn reiten. Oder auf ihm reiten. Naja, schneller als die anderen ist er nicht. Aber jetzt kommen wir wenigstens vorwärts. Bringen ihm sein Buch wieder. Hüpf. Hüpf. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ah, mit A wieder absteigen. Dafür reite ich einfach zu wenig. Ihr habt all meine Seiten. Ja, haben wir. Endlich. Ich dachte schon, ich würde sie nie wiedersehen. Diese Seiten bedeuten alles für mich. Vielen Dank. Jetzt beginnt der zweite Band. Was sonst? Oh, wartet einen Augenblick hier. Die hier sind für euch, bevor ihr geht. Eine Erstausgabe meines ersten Bandes. Die einzige, um genau zu sein. Und nehmt auch das hier. Da Schutzpatron Giub jetzt in eine rein geistige Form übergegangen ist, brauche ich es nicht länger. Ich habe Geschichten über das Seelengrab gehört, hätte aber nie damit gerechnet, es einmal selbst zu sehen. Jetzt ist es fast genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. So, das Pferd hat sich gerade scheinbar selbst aufgelöst. Wir können es ja immer wieder rufen. Die Seiten werden gerade alle entfernt, wie ihr seht. Und ich habe irgendwas bekommen. Die Erstausgabe. Schutzpatron Diops Werk. Und ich trage dann zu viel. Und Locke von Schutzpatron. Was ist das denn? Locke. Eine Waffe? Locke, Locke, Locke. Nichts mit Locke. Was ist denn Locke? Da. Da stand Locke von Schutzpatron Gio. Die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte und steigert die Ausdauer um 50. Ja, die ziehen wir natürlich sofort an. Da ist ja unsere Kette, welche haben wir denn vorher getragen? Mal. Das Schloss knacken. Ja gut, dann geht halt Schloss krankenfähiger. Aber 50 Punkte mehr tragen. Halla die Waldfee. Boah, herrlich. Wir können wieder alles mitnehmen. Also, hey, Tränke wieder einsammeln. Nein, Scherz. Und mal kurz in das Buch schnuppern. Bücher. Nebelmann beschwören. Ich bin ein Jäger, ich bin ein Erlöser, ich bin Giob. So. Das Buch ist 1250 wert. Das ist nett. Das ist ein schönes Sümpchen. Das hier ist ein schönes Gebäudchen. Bin ich denn hier jetzt wieder? Ah, okay. Ich weiß es. Alles klar. Gut. Damit hätten wir ja wenigstens in dieser Folge etwas erreicht. Ich schaue mich gerade nochmal hier um. Und ja, wie ihr seht hier, das ist alles plötzlich nicht mehr entdeckt, obwohl ich da eben noch war. Schnitterhöhle, da will ich hin. Denn ich habe was eingesammelt und ich hatte darüber was gelesen. Also ich wusste auch, was ich von Giob bekomme. Wusste nicht mehr jetzt, unter welcher Kategorie das fällt. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Let's Play Skyrim. Ciao!